Hallo ihr Lieben und willkommen zurück bei Lingoni. Ich bin die Celine vom Lingoni French Team. Vielleicht habt ihr mich schon das ein oder andere Mal gesehen in einer Story bei Lingoni German. Haben wir zusammen mal mit Jenny gedreht. Heute zumindest wollte ich euch einmal erklären, was ich bei Lingoni French alles mache. Am meisten bei Lingoni French werdet ihr mich auf den sozialen Netzwerken wiederfinden. Das heißt auf Instagram, auf Facebook, in der YouTube-Community, auf Telegram und auch auf TikTok. Für die sozialen Netzwerke drehe ich kleine Videos. Das heißt Redewendungen, Vocab-Sessions, Videos, wo man die Aussprache einiger etwas schwierigeren Wörter lernen kann und Audios, wo französische Verben in 5 verschiedenen Zeiten dekliniert werden. Außer den Videos für Social Media kümmere ich mich hauptsächlich um das gesamte Lingoni-Posting auf den sozialen Netzwerken. Das heißt sowohl für Lingoni French als auch für Lingoni German und auch für Lingoni English bin ich zuständig für alle Posts. Jedes Mal, wenn ein Post rauskommt, hat Celine das gepostet. Und zu guter Letzt bin ich als French Native einer der Checker im Lingoni French Team. Das heißt, wenn Skripte gecheckt werden müssen oder Transkripte für Videos gecheckt werden müssen, bevor die Untertitelung beginnt und so weiter. So, ich hoffe, diese kleine Story hat euch gefallen. Vielleicht ist euch ein bisschen klarer geworden, was meine Aufgaben sind in dieser Firma. Und tja, dann bis ganz bald auf Lingoni French. Tschüss! Hey guys, my name's Brian and I'm from Boston, Massachusetts. And I work with Lingoni English and also with Lingoni German and sometimes as well with Lingoni French, where I mostly do translations and helping with subtitles. With Lingoni English, I'm a content creator, so I make video lessons as well as worksheets to go along with them. And also you can see our TikToks and Reels, which are things that I make as well. I'll see you around the Lingoni world. Hallo, ich bin Ute. Und ich arbeite schon seit 4,5 Jahren für Lingoni. Ja, was mache ich denn so hier? Also, ich schreibe die Skripte für viele Videos, die ihr so seht, ob es jetzt nun bei YouTube ist oder im Social-Media-Bereich. Und wenn diese Videos dann fertig gedreht sind, dann muss ich die auch untertiteln. Das ist sehr viel Arbeit, macht aber auch ganz, ganz, ganz viel Spaß und ist sehr abwechslungsreich, weil man auf viele verschiedene Dinge achten muss. Was ich noch mache, ist Arbeitsblätter erstellen, die ihr dann in der App bearbeiten könnt sozusagen. Und jede Lesson und jeder Podcast, der auch in der App zu finden ist, bekommt ein Worksheet, das dazu passt und was ihr dann eben bearbeiten könnt. Diese erstelle ich auch. Das macht auch sehr viel Spaß. Und es ist auch sehr abwechslungsreich, die zu erstellen. Es ist einfach eine Freude zu arbeiten. Und ja, man bleibt immer fit im Kopf, weil man sich sehr, sehr konzentrieren muss. Ja, das war's von mir. Tschüss! Hello, Lingoni lovelies! It is Haley from Lingoni English. First of all, sorry this video is in English and not German. I apologize, but I only speak English. I do videos and audio podcasts and lessons and vocab A1 through B2, as well as quite a few of our social media, Instagram, Reels, videos, stuff like that for YouTube as well. So my face and voice are all over the place in Lingoni English. So I hope to see you soon. Bye. Hallo Leute, ich bin Nico und einer der Content Creators bei Lingoni German. Das bedeutet, dass ich für Lingoni German Videos erstelle, die dazu dienen, die deutsche Sprache besser zu verstehen und sie effektiver zu lernen. Das können mal sehr lange Videos sein oder auch sehr kurze. Gepostet werden diese Videos dann auf YouTube, Facebook, Instagram oder sie werden in unsere Lingoni-App gestellt, um sie dort dann für die Students verfügbar zu machen. Und die Themen dieser Videos sind sehr vielfältig. Beispielsweise können das Grammatikthemen sein oder dazu dienen, um das Vokabular zu erweitern oder auch Dialoge. In jedem Fall machen diese Videos sehr viel Spaß, sind sehr vielfältig und manchmal lerne ich sogar noch etwas dazu. Ich freue mich, euch in einem der nächsten Videos zu sehen. Bis dahin alles Gute und ciao.
Hallo Leute, ich bin Emily von Lingoni English. Ich bin da Project Managerin und auch Content Creator. So, ich drehe ganz viele Videos für unsere App und YouTube-Channel. Und ich mache auch ganz viel für Social Media, so TikTok, Instagram und so weiter. Ich mache auch ganz viel für den App. Ich schreibe Worksheets und auch mache Übungen und alles für euch. Und ich arbeite auch ganz viel mit Lingoni German, da ich Deutsch rede. So, willkommen zu Lingoni German und viel Spaß! Hi everyone, this is Selena from Lingoni French. You can see me on some videos on YouTube on the app. I'm also doing some graphic design work for Lingoni French, German and English. See you soon! Hallo zusammen, ich heiße Julia, ich arbeite im Kundensupport von Lingoni und beantworte eure Fragen bei Social Media, Instagram, Facebook und YouTube. Ich bearbeite auch die YouTube-Videos und arbeite im Backend und helfe damit zusammen mit der Ute. Ich bin 38 Jahre alt, komme aus Bonn in Deutschland, kenne die Jenny schon sehr, sehr lange und ich bin super froh, ein Teil des Teams zu sein. Mir gefällt es total gut, dort zu arbeiten. Ja, und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss! Oh, hallo ihr Lieben! Mein Name ist Heiko, ich bin Grafikdesigner und hinter den Kulissen bin ich der Grafiker von Lingoni. Ihr findet auf der Webseite oder auf YouTube, Instagram oder anderweitig die Grafiken. Die habe ich in Zusammenarbeit mit dem Lingoni-Team entwickelt. Ich hoffe, euch gefällt Lingoni und ihr lernt, liest und hört fleißig weiter. Tja, wir werden uns leider nicht so oft sehen, aber ihr werdet vielleicht ab und zu mal wieder Grafiken von mir online sehen. Bis bald, einen schönen Tag und ciao! Salut à tous, my name is Alicia. I come from Paris and I've been living in Barcelona for about 15 years now. And I'm one of the content creators for the French channel on Lingoni. What I'm doing is writing scripts for all the lessons that you can find on YouTube, but also the vocab section that you find only on the app or the podcast. And scripts for the lessons that I write for other people. And when I film my own lessons, I do the transcript because I cannot work with the script before. So I just film the video and then write everything I say with the translation in English. And then this is sent to the subtitler, the person who subtitles, which used to be me, but it's not me anymore. Then I also create some of the worksheets and interactive exercises that you can find on our app. If I do not write them, I proofread them. And when we publish a video on YouTube, I will always try to share it on the social media to improve the visibility of the videos, because it's very important. So we share it on LinkedIn, Instagram, Twitter, Telegram, and I think I'm not forgetting anything. And I also do live streams. Now we are on some kind of summer break, so it doesn't work, but normally we would have live streams twice a month. And then on Instagram, we also have these very short formats that we film with some other content creator. It's the How It Said, which is focusing on pronunciation, and the other one is idioms, so that's quite straightforward. I'm also writing these ones, and I do some testing on the app. That's to make sure that we have no mistakes, or to spot if we want to change, modify, add anything that could be improved, for example. And I think that's about it. So yeah, writing, filming, testing. Oh yeah, and I also try to answer as much as I can all the comments and questions or anything that could be written on YouTube. That would be my job to check that and answer you guys. And I think that's about it. Thank you. A bientôt. Bye bye.
Hi Leute, mein Name ist Anna, ich bin 22 Jahre alt und ich studiere Jura in München. Und obwohl das vielleicht auf den ersten Blick nicht perfekt passt, haben mir die kreativen Sachen im Leben auch immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich habe viel Theater gespielt, ich singe sehr gerne und ich habe schon alle möglichen Sprachen gelernt, von Schwedisch bis hin zu Arabisch, war da alles dabei. Deswegen freue ich mich umso mehr, euch jetzt ja als neuer Lehrer im Lingoni German Team begrüßen zu dürfen und euch zu helfen, diese tolle Sprache zu lernen, damit ihr auch die Möglichkeit habt, in dieses Land zu kommen und natürlich auch Länder wie Österreich oder die Schweiz und Land und Leute kennenzulernen, die Kultur ein bisschen zu beschnuppern. Dementsprechend freut es mich sehr, euch hier begrüßen zu dürfen. Und wir sehen uns ganz bestimmt in den nächsten Videos. Tschüss! Hi Leute, ich bin Jacqueline, Mitbegründerin und CEO von Lingoni. Ja, was gehört alles zu meinen Aufgabenbereichen? Zum einen kümmere ich mich um unsere CI, also unsere Corporate Identity. Dazu gehört alles, was ihr seht. Unsere Websites, unsere Farben, welche Schrift wir verwenden, die Bilder, die ihr seht, die Logos, also wirklich alles Visuelle. Dafür arbeite ich eng mit unserem Lead Designer zusammen. Das ist der liebe Heiko, den ihr auch schon gesehen habt. Dann kümmere ich mich auch um unseren Social Media Auftritt. Das heißt, ich gucke, auf welchen Kanälen welches Format zu welchem Zeitpunkt live geht. Dafür nutze ich unsere Social Media Planungstabellen, wo wir wirklich Post für Post planen. Für die Veröffentlichung unserer Posts ist unsere liebe Celine verantwortlich. Außerdem bin ich Content Creator für Lingoni German. Das heißt, ich produziere Videos für euch. Ich produziere Videos für YouTube, für unsere App, aber auch für Social Media. Mein letzter großer Aufgabenbereich ist das Marketing, wo ich natürlich sehr eng mit Jenny zusammenarbeite. Wir müssen schauen, was läuft gut im Unternehmen, was läuft schlecht, was können wir ändern bzw. optimieren. Und da müssen wir uns fast täglich zu austauschen, weil der Markt sich schnell verändert und man natürlich zusehen muss, dass man da immer auf dem aktuellen Stand bleibt und damit wir euch weiterhin tolle Lerninhalte zur Verfügung stellen können. Hallo ihr Lieben, ich heiße Jenny, ich bin die Geschäftsführerin und Mitbegründerin von Lingoni. Das Ganze hat 2015 angefangen, damals hieß die Firma noch Learn German with Jenny. Ja, und mittlerweile bieten wir drei Sprachen an, Englisch, Französisch und Deutsch. Was sind meine Aufgaben bei Lingoni? Ich habe sehr viele Aufgaben. Also, zum einen kümmere ich mich um die Finanzen des Unternehmens. Also ich muss die Einnahmen und Ausgaben überwachen und schauen, dass wir nicht zu viel Geld ausgeben. Und falls wir doch zu viel Geld ausgeben, muss ich sagen, hey, wir müssen die ein oder andere Ausgabe reduzieren. Das ist sehr wichtig. Ich muss auch Forecasts erstellen und muss in die Zukunft blicken und prognostizieren, wie viel Umsatz wir in der Zukunft machen werden. Ansonsten kümmere ich mich auch ums Marketing. Also ich muss gucken, wie vermarkten wir die App, wo. Wir haben zum Beispiel vor ein paar Wochen angefangen, mit Influencern zusammenzuarbeiten. Und das ist bisher ein sehr erfolgreiches Konzept. Das gefällt uns sehr gut und das werden wir auch weiterführen. Und das heißt natürlich auch, dass wir mit den Influencern kommunizieren müssen, wir müssen verhandeln, wir müssen uns auf Pakete einigen und diese vertraglich auch festlegen. Das sind zwei wesentliche Aufgaben, die ich habe. Ich kümmere mich auch um das Projektmanagement von Lingoni French. Also ich muss schauen, welchen Content produzieren wir, wann wird er veröffentlicht, wer kümmert sich um die Untertitelung, um das Korrekturlesen etc. Ja, ich muss auch selber noch Videos drehen für Lingoni German, also das heißt Lessons und Reels und ich bin auch noch in den Livestreams auf YouTube und auf Instagram und ich muss auch sehr viel Korrektur lesen für Lingoni German. Ja, natürlich bin ich auch Ansprechpartner für viele Mitarbeiter
und muss täglich Fragen beantworten, muss Aufgaben delegieren. Und ja, dann haben wir natürlich auch viele Besprechungen mit den Mitarbeitern. Ja, wir müssen zum Beispiel auch wissen, was passiert im Kundenservice, was haben die Kunden für Wünsche, was haben sie für Kritik, worüber haben sie sich beschwert. Und dementsprechend müssen wir dann auch darauf reagieren. Ich muss natürlich auch schauen, wie sieht die langfristige Strategie von Lingoni aus? Wo wollen wir hin? Wo soll Lingoni in 5 Jahren sein? Und ja, mit diesen Gedanken beschäftige ich mich jeden Tag. Es macht aber sehr viel Spaß und ich freue mich sehr auf das, was kommt. Tschüss!